Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Florencia. Wir stehen jetzt vor Lord Lionel. Wir können jetzt den Quest abgeben. Habe ich noch kurz fertig gemacht. Und ja, 30.000 Land EXP. Und es hat nicht gereicht zum Level Up. Ja, 90% haben wir jetzt. Was für ein Quest haben wir da noch dazu bekommen? Zerstöre das School Monument. Ja, okay, aber ich will jetzt, da wir nochmal allein sind in diesem Part, bisschen C-Level machen. Also, wir haben ja da noch einige Quests, und die will ich mal loshaben. Erfahrungen bekommen wir bei denen wahrscheinlich nicht mehr so viel, weil es eher die Anfänger-Quests sind. Wir haben da noch gar keinen C-Level-Quest abgeschlossen, soviel ich weiß. Nee, ich glaube nicht. Ja, und dann machen wir es halt mal. Gehen einfach mal wieder auf See. Und ich glaube, paar Items haben wir ja da schon. Irgendwo, ich weiß gar nicht, es waren, glaube ich, so Flaggen, wo wir schon mal hatten. Aber egal, jetzt gehen wir einfach mal zum Hafenmeister. Und gehen dann zum Pier. Und dort legen wir natürlich dann gleich los. Ja, das Schiff passt ja. Sail. Und ja, jetzt sind wir wieder auf hoher See und gucken, dass wir ein paar Statpoints uns erarbeiten, indem wir einfach da ein bisschen leveln. Ist ja nicht schlecht. Und ja, ihr habt mir gesagt, dass man rechts oben hier die Buffs aussehen kann. Aber da wir ja keine haben gerade. Und jetzt, Moment, jetzt muss ich erstmal hier die Seequests. Unbenutztbares Gebiet. Also kann man wohl auf See keine Automoves machen, oder wie? Schade. Aber machen wir die einfach mal aktiv. Und die anderen mal inaktiv, weil das sind dann nur die Bosse, die man sowieso irgendwann mal mit Epic, mit Black Screen machen. Moment, jetzt was brauchen wir hier für. Oh, wir werden ja sowieso schon angegriffen. Oder? Nee, Quatsch, nicht das. Ja, das ist halt ein bisschen scheiße, wenn die direkt vor uns stehen. Das ist halt natürlich das übliche Problem. Ja, also was für Mobs wir jetzt brauchen. Ich glaube, die brauchen wir sogar hier. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Das können wir jetzt gleich mal gucken. Einfach mal drüber fahren. Nee, sitzt. Ach, legen wir einfach mal los hier. Aber ich glaube, die Piratenschiffe, da brauchen wir schon. Upgraded Scout Ship, was auch immer. Das sind vielleicht ein bisschen zu schnell. Ach, lade ich doch in die. Oh, voll verschielt. Ist ja peinlich. Ja, wir sind da Level 5. Oh, es war irgendwie ein bisschen komisch gerade. Haben gefeuert, nachdem wir eigentlich überhaupt an dem Schiff vorbei waren. Ach, fahr doch. Hier kann man ja sehen, wie schnell man fährt. Aber es wisst ihr alle schon. Los, drauf. Verdammt. Verdammt. Komm schon. Ah, das ist mies. Verschiel doch nicht die ganze Zeit. Bleib doch stehen. Und jetzt los drauf. Jetzt. Geht doch. Regenerieren uns erstmal wieder ein bisschen. Jetzt aber. Piratenflaggen, okay, da brauchen wir wahrscheinlich andere. Ja, und was gibt's hier noch?
Versenke upgraded Scout Ship. Okay. Okay, hier. Diese brauchen wir auch, dann machen wir das doch einfach mal kurz. 3 von 7. Suchen wir mal gezielt genau diese Schiffe. Cardiff Ocean Safety Seaway. Scout Ship hier. Ah, aber voll verschielt. Jetzt erstmal wieder aufladen und dann. Gut. 4 von 7 passt. Ah, ist das vielleicht ein Quest-Item? Oh, was Chips? Warte mal. Nee, zumindest nicht den wir gerade aktiv haben, egal. Oh, so behäbig, wie wir uns da auf See bewegen. Ach Mann, ich mag die Waffen irgendwie nicht von dem Schiff. Also Seeleveln, da bin ich noch nicht geübt drin, wie ihr seht. Tue ich mich noch extrem schwer. Ich habe gehört von Black Screen, dass das eigentlich relativ unbeliebt ist, Seeleveln, obwohl es eigentlich Florencia ausmacht. Ja, ich finde es schon mal eine gute Abwechslung. Wobei natürlich Landlevel eindeutig wichtiger ist. Jetzt diese, die brauchen. Ne, ich glaube, die brauchen wir nicht. Ach, egal. Gucken jetzt, dass wir, wie gesagt, gezielt auf die, die wir jetzt brauchen, gehen. Müssen natürlich auch schon mal wieder respawnen. Da sehe ich noch eins. Haha, voll verschielt. Und abgeschlossen. Schön. Ja, was für ein Level sind die überhaupt? Level 3? Dann gehen wir doch einfach mal zu Level 5er. Level 4. Level 5 hier. Das sind ja auch schon fast auf einem guten Weg, in diesem Part noch Level abzukriegen. Ah, Dragon Scout Ships. Hä? Nochmal ein Quest, okay. Was war das? 3 von 4. Das Beste ist, glaube ich, echt, wenn man sich die ganze Zeit nur vor die hinstellt und dann ganz gechillt so macht. 3 von 3 abgeschlossen, okay. So ganz nah hin, dass man mehr Damage macht und dann vorbeischießt. Ah. Egal, ich fahr jetzt einfach mal weiter. Ist sind ja, glaube ich, nicht so schnell. Net Peace. Was brauchen wir noch? Piratenflaggen. Ja. Wir leveln jetzt einfach noch. Es geht ja richtig schnell. Das eine Viech verfolgt uns noch. Was können wir jetzt los? Ah, hat noch nicht aufgeladen, jetzt aber gut. Gut, also, wie lang ist der Part schon gut, dass ich es im Auge behalte? Im nächsten Part gibt es dann natürlich wieder Landlevel. Das einzig wahre. Ja, im letzten Part habe ich größtenteils nette Leute gesehen, mit die mich ganze Zeit gebufft haben, aber es gibt hier auch, wie ich vorher auch wieder gemerkt habe, Idioten. Aber ja. Ist nun mal so. Jetzt fahren wir, glaube ich, gerade wieder. Ne, das sind überall Level 5er. Da hat es wieder Level 4er. Okay. Level 1er. Es lohnt sich nicht mal, auf den drauf zu gehen. Aber wir sind jetzt gleich Level ab.
Jetzt nämlich von Level 2er. Mops, okay. Ja, dass wir das nächste Mal, wenn wir C-Level machen, ein bisschen schneller haben, können wir jetzt nochmal ein bisschen weiter leveln, dass der Part auch lang genug wird. Ah, ich finde es schon etwas lustig eigentlich, C-Level zu machen. Die jetzt. Ja, kein Platz im Inventar, bla bla. Es sind einige Mobs direkt vor uns. Sollten wir am besten nicht in die Masse schießen. Nicht, dass die noch alle Aggro auf uns sind. Jetzt verteilen sie sich leicht. Das ist unsere Chance. Und auf sie. Ah, ich mal wieder aufladen. Stimmt, wir könnten da jetzt eigentlich, ja klar, wir fahren jetzt mal zurück und geben den Quest gleich ab. Mal sehen, was der uns bringt. Nebenher natürlich immer noch auf dem Weg, paar Mobs killen. Ja, das lohnt sich jetzt nicht. Ja, aber Erfahrung kriegen wir natürlich noch gut, weil wir nur Level 6 sind, momentan. Jetzt können wir Vollgas geben. Wenn es gehen würde. Aber das scheint Vollgas zu sein. Ich hätte jetzt echt gedacht, man könnte hier auch Automove machen, aber habe ich mich wohl geirrt. Ja, passt, Rechtsklick. Und wieder ins Port und jetzt Anker legen und Quest abschließen. Ash, wir haben hier Quest erledigt. So. Was ist das? Anker bringt uns, glaube ich, mehr, aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt. Vielleicht haben wir auch schon Anker. Aber egal, jetzt müssen wir erstmal hier irgendwas. Warte mal, hier kann man noch auch bestimmt was. Ne, da kann man nichts verkaufen. Ach, dann schmeißen wir das einfach weg. Können wir den Quest trotzdem abgeben? Passt. Hat jetzt endlich echt gar nichts gebracht, aber ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's wieder an Landlevel. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.